Grüß dich und willkommen zurück. Im letzten Video haben wir uns ja die Definitionen von den Winkelfunktionen angeschaut im rechtwinkligen Dreieck. Also wir haben uns angeschaut, dass das Sinus von einem Winkel der Gegenkathete durch die Hypotenuse entspricht, der Cosinus, der entspricht der Ankathete geteilt durch die Hypotenuse und der Tangens von einem Winkel, das war das Verhältnis von der Gegenkathete durch die Ankathete. Was sind die Ziele für dieses Video? Wir werden jetzt nicht wirklich irgendwas Neues lernen oder so, sondern die Ziele für dieses Video sind einfach diese Definitionen, die wir das letzte Mal ganz trocken durchgenommen haben, ein bisschen einzuüben. Dazu schauen wir uns das Kastal, Zerlegung in rechtwinklige Dreiecke am Arbeitsblatt an. Und wir haben da ein Dreieck gegeben, A, B, C. Und dieses Dreieck, das kann man in zwei rechtwinklige Dreiecke zerlegen, ja? Also man kann hier die Höhe hinunterziehen und dann hat man hier einen rechten Winkel. Das ist ja genau die Definition der Höhe. Und dann sehen wir, dass wir links ein rechtwinkliges Dreieck haben und rechts ein rechtwinkliges Dreieck haben. Das geht prinzipiell mit jedem Dreieck. So, was sollen wir jetzt machen? Das sind jetzt eine Menge Lücken. Und deine Aufgabe ist jetzt, immer die richtigen Verhältnisse für die richtigen Winkelfunktionen zu den richtigen Winkeln einzutragen. Also hier zum Beispiel angefangen mit Sinus von Alpha. Und wir wissen ja, der Sinus von Alpha, Alpha ist hier. Alpha ist ja in einem rechten Winkel, der Sinus ist ja in einem rechtwinkligen Dreieck definiert gewesen. Wenn du mehr Zeit benötigst, kannst du gerne nochmal die Definitionen im Kastal weiter oben anschauen. Wie immer hast du 30 Sekunden Zeit zum Pausieren und danach geht's weiter. So, ich habe es dir schon gesagt. Der Sinus ist im rechtwinkligen Dreieck definiert. Der Sinus von Alpha wird hier angeschaut, also für das erste Beispiel. Alpha ist hier und ich erinnere mich daran, dass der Sinus die Gegenkathete durch die Hypotenuse war. Naja, was ist denn die Gegenkathete von diesem rechtwinkligen Dreieck? Das ist genau die Höhe h. Das heißt, ich kann hier hinschreiben h. Und durch was müssen wir das teilen? Naja, durch die Hypotenuse. Das ist das b hier. Okay? Schauen wir uns die ganze Sache für den Winkel Beta an. Ja, der Winkel Beta ist hier. Und der Sinus ist wieder die Gegenkathete. Die Gegenkathete vom Beta in diesem rechtwinkligen Dreieck jetzt, das ist wieder h. Aber Achtung, die Hypotenuse ist jetzt eine andere. Die ist jetzt nämlich genau a. Okay. Wenn wir schon beim Sinus sind, dann machen wir da gleich weiter. Wir haben hier Gamma in zwei Teile geteilt. Und schauen wir uns den Sinus von Gamma 1 an. Sinus von Gamma 1. Na, Gamma 1 ist hier. Der Sinus ist wieder die Gegenkathete. Achtung, die Kathete geht jetzt nur von hier zu a. Das ist nur dieser Teil C1. Dividiert durch b. Weil b ist ja die Hypotenuse. Und Sinus von Gamma 2. Gamma 2 ist hier. Die Gegenkathete ist C2. Und die Hypotenuse ist diesmal a. Wie schaut das mit dem Cosinus aus? Der Cosinus ist ja die Ankathete geteilt durch die Hypotenuse. Schauen wir uns den Cosinus von Alpha an. Alpha ist hier. Und die Ankathete ist dieses Mal C1. Ich schreibe das in einer anderen Farbe. Und die Hypotenuse ist wiederum b. Schauen wir uns jetzt den Cosinus von Beta an. Beta ist hier. Die Ankathete ist diesmal C2. Und die Hypotenuse ist wieder a in diesem Dreieck. Der Cosinus von Gamma 1, naja, Ankathete ist h. Und die Hypotenuse ist wieder b. Und der Cosinus von Gamma 2, dieses Mal ist die Ankathete wieder h. Aber die Hypotenuse, was mache ich denn hier? Natürlich gehört hier
Natürlich gehört hier ein H hin. Aber die Hypotenuse ist A. Der Tangens ist definiert als die Gegenkathete durch die Ankathete. Naja, schauen wir uns Alpha an, ja? Wir haben hier Alpha, das ist das rechtwinklige Dreieck, wo Alpha drin ist. Die Gegenkathete ist H. Und die Ankathete ist C1. Ja, das ist nur dieses Stückerl hier. Beim Tangens von Beta ist wieder H die Gegenkathete. Und die Ankathete ist C2. Für Tangens von Gamma 1 haben wir wieder die Ankathete. Nein, Blödsinn, die Gegenkathete, das ist C1. Geteilt durch die Ankathete. Also wir haben C1 durch H. Und Tangens von Gamma 2, Gegenkathete, C2, geteilt durch die Ankathete H. Wenn du noch Probleme gehabt hast, dann schau dir vielleicht nochmal das Kassel weiter oben an. Oder vielleicht auch das Video, was ich dazu gemacht habe. Ansonsten schauen wir uns beim nächsten Mal eine Tabelle aus dem 17. Jahrhundert an. Ich hoffe, du bist schon gespannt. Bis dann. Ciao.